Hey Leute, heute haben wir die besten WhatsApp-Chats zwischen Mädels und Jungs aus dem Jahr 2020 für euch am Start. Los geht's! Frohe Weihnachten, Schatz! Dir auch! Schade, dass wir uns heute nicht sehen, aber ich will dir trotzdem ein Geschenk zeigen. Was ist denn da drin? Erstmal will ich sehen, was du für mich hast. Eigentlich wollte ich es dir persönlich zeigen, aber so geht es auch. Ich will es sehen! Ja, das bist du? Ja. Und wo ist das Geschenk? Na, ich bin das Geschenk. Bin ich nicht das Beste, was du haben kannst? Alle anderen Sachen sind im Vergleich zu mir doch total egal, oder? Deswegen, was brauchst du mehr als mich? Wow, wie romantisch. Dann habe ich auch ein besseres Geschenk für dich als den Inhalt dieser Box. Was denn? Du bekommst deinen Single-Status wieder. Frohe Weihnachten. Thomas, meine Freundinnen kommen in 30 Minuten. Wie zum Henker hast du es schon wieder geschafft, dass die Wohnung so aussieht? Ach, stell dich mal nicht so an. Ist nur etwas Wäsche. Ach so, ich wusste gar nicht, dass alte Pizzakartons, benutzte Taschentücher und leere Bierflaschen zur Kategorie Wäsche zählen. Ihr Männer vermüllt echt immer jede Wohnung. Ihr Frauen doch auch. Ihr nennt es nur immer Deko. Arschloch. Hey Tanja, na, wie geht's dir so? Oh, wie man's nimmt. Wieso? Was ist denn los? Naja, mein Psychotherapeut hat mir heute mitgeteilt, dass ich wohl unter ernsthaften Aggressionen stehe. Aber das ist doch nicht schlimm. Jeder hat doch so seine Macken. Ey, Leonie. Was denn? Du spinnst doch. Lass mich oder ich werde sonst auf dich einschlagen. Ich war doch total nett zu dir und was machst du? Hey, bist du noch wach? Ich brauche jemanden, mit dem ich ein bisschen schreiben kann. Ja klar, bin zwar noch am Lernen, aber habe immer Zeit, wenn es dir schlecht geht. Was ist denn los? Ich und diese Bitch Alina haben gleichzeitig ein Bild gepostet. Und? Mein Freund hat ihr Bild zuerst geliked. Okay, kann ich jetzt weiter lernen? Weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Hallo? Bist du noch da? Ey, geh nicht einfach off. Ja, bin da. Schreib einfach weiter. Das Schlimmste ist einfach, dass er ihr Bild kommentiert hat und meins nicht. Oh, wie traurig. Ehrlich jetzt? Zeig doch mal ein bisschen Mitgefühl. Weißt du eigentlich, wie schlecht es mir deshalb geht? Gute Nacht, Annika. Schatz, wo ist unser Baby? Wir müssen warten, bis es weint. Hä? Wieso das denn? Weil ich vergessen habe, wo es ist. Oh mein Gott. Eine Packung Eier, 6 Tomaten, 1 Kilo Mehl, 4 Äpfel, Putzmittel. Was? Soll mir das jetzt irgendwas sagen? Oh, hallo. Seit wann hast du mich denn bitte entblockt? Ich benutze den Chat hier als Einkaufsliste. Ich weiß, sie kennen mich nicht, aber ich hätte mal eine Frage. Findest du, meine Beine sehen gut aus in dem Abendkleid? Hallo, sie sehen sehr hübsch darin aus. Danke. Hast du ein Date oder warum fragst du einen fremden Mann, wie es aussieht? Nee, aber ich habe mir das heute gekauft, falls ich mal ein Date haben sollte. Also bist du Single? Ja. Also ich würde dich gerne kennenlernen, zeig mal dein Gesicht. Was zur Hölle? Im WTF, du bist ein Typ? Hello. Oh Gott, tschüss. Hey, was riecht nach Fisch und reimt sich auf Uschi? Gott, du bist so ekelhaft. Hä, wieso? Was ist denn so schlimm an Sushi? Oder an was hast du denn gedacht? Also wäre Jesus ein paar Tage später auferstanden, dann hätte ich jetzt noch genug Zeit, um Geschenke zu besorgen. Hä, Schatz? Du hast doch noch genug Zeit bis April. Wovon redest du da? Naja, du redest doch von seiner Auferstehung, oder? Ja, bist du dumm? Von Weihnachten halt. Oh ja, ich bin echt dumm. Mann, bin ich wieder dumm. Natürlich meinst du Weihnachten, wenn du von Auferstehung redest. Und ich dachte wirklich schon, du meinst Ostern. Ach Schatz, du solltest wirklich mal ruhig bleiben, wenn du von einem Thema nicht so die Ahnung hast. Sonst ist das wirklich peinlich vor anderen. Willst du mich verarschen? Wie dumm bist du, Junge? Na, was hast du gerade an? Musik, Schreibtischlampe, Flauschesocken. Ich mein an Klamotten. Flauschesocken. Siehst du? Das meinte ich. Warte, was? Du bist also nackt? Oh mein Gott, meine Mutter will mit mir übers Onanieren reden. Dann lass es dir doch beibringen. 2 Stunden später. Und? Habt ihr schon drüber geredet? Beim ersten Mal kann es auch etwas wehtun. Wem tut das denn weh? Was macht die denn da bitte? Beim ersten Mal kann dir auch dein Vater zur Hand gehen. Oh mein Gott. Das ist schlimm. Ich sag's dir, ich bin völlig verstört. Du musst mir gleich erstmal wieder beibringen, wie das richtig geht. Komme, Baby.
Hey! Hi, was gibt's? Hab eine gute Nachricht für dich. Ui, was kommt jetzt? Gar nicht mehr sauer auf mich? Ruhig Blut. Und klär deine Sachen in Zukunft doch lieber mal wenigstens übers Telefon, anstatt über WhatsApp. Dein Telefonanbieter hat nämlich einen neuen Tarif. Je hässlicher man ist, desto günstiger wird das Telefonieren. Kannst also in Zukunft kostenlos überall hin telefonieren. Wolltest dir eigentlich nicht per WhatsApp schreiben, aber telefonieren ist für mich jetzt arschteuer. Kann ich dir was sagen? Nicht, wenn es was mit meinem Aussehen zu tun hat. Wow, okay, ich glaube, du kannst Gedanken lesen. Ich finde dich einfach sehr hübsch. Naja, wenigstens bin ich nicht wie du und vögel alle, wenn ich voll bin. Du hast gestern mit mir geschlafen, nachdem du 2 Flaschen Wein hattest? Oh! Hi, mein Penis leuchtet im Dunkeln. Das hört sich mal so gar nicht gesund an. Ich glaube, du solltest vielleicht mal zum Arzt damit. Und wer zur Hölle bist du überhaupt? Viel Spaß beim Skaten und brech dir nicht die Arme. Brechten? Nee, aber ich muss schillern und hier ist kein Klo. Ach du meine Güte. So ein Mist. Ich glaube, ich bin schwanger. Hab meine Tage einfach immer noch nicht bekommen. Reg dich nicht auf, Schätzchen. Das ist nicht gut fürs Kind. Blöde Kuh. Weißt du, du bist mein flotter Ferrari. Okay, und wieso? Weil du so schnell kommst. Du Baby, warum ist bei uns im Kühlschrank alles in Frischhaltefolie eingewickelt? Naja, damit die Joghurte länger halten. Die hatten die alle im Angebot und ich habe halt ganz viele gekauft und die dann schön eingewickelt. Was soll das bringen? Die sind doch eh schon verpackt. Die Frischhaltefolie ist doch komplett unnötig. Nein, du verstehst das nicht. Das MRT ist so kurz, weil die Hersteller billige Verpackungen nehmen. Ich habe jetzt aber gute Frischhaltefolie gekauft und die drum gemacht und deswegen ist das jetzt alles länger haltbar als vorher. Das ist wirklich das Dümmste, was ich jemals gehört habe, Schatz. Na, du kannst mich mal. Schatz, wie geht es dir? Gut, bin im Krankenhaus für einen Ultraschall. Schön, ich habe mit deinem Bruder gerade das Zimmer für unser Baby fertig gemacht. Schön, oder? Passt zu einem Jungen, aber auch zu einem Mädchen. Ja, ich muss dir was sagen, Schatz. Aber erstmal muss ich dir was sagen, Baby. Ich weiß, du hast dir Sorgen gemacht, dass wir das nicht schaffen mit einem Baby. Aber schau mal, wir werden das alles hinkriegen. Das Zimmer ist fertig, unsere Wohnung ist groß genug und das Geld reicht auch. Wir werden das alles schaffen und unserem Baby wird es super gehen. Und außerdem, wer weiß, vielleicht wollen wir sogar schon bald ein zweites Kind. Darf ich jetzt mal was sagen? Ja? Habe gerade einen Ultraschall gemacht. Wir bekommen Drillinge. Wie meinst du das? Wie soll ich das meinen? Ich bin schwanger mit 3 Babys. Okay. Aber das schaffen wir doch auch, oder? Schatz? Hallo? Ich habe mir gerade mein erstes Tattoo stechen lassen. Wie findest du es? Ich finde es wunderschön. Welche Bedeutung hat es? Gar keine. Ich fand das Motiv einfach schön. Wie langweilig. Jedes Tattoo muss eine Bedeutung haben, sonst ist es kein gutes Tattoo. Aha. Hast du überhaupt selbst ein Tattoo, da du jetzt meinst, sowas zu behaupten? Ja, an meinem rechten Fuß. Hab ich noch nie gesehen. Zeig mal. Sieht das scheiße aus. Wie eklig, ey. Es geht um die Bedeutung. Und was soll die Bedeutung davon sein? You only live once. Man lebt nur einmal. Deshalb sollte man das Leben genießen und immer locker bleiben. Also jeder, der das sieht, würde denken, du hast eine Wette verloren. Oder du warst betrunken oder so. Ich hab's mir auch betrunken selber gestochen. Und ich bin stolz drauf. Idiot, damit musst du jetzt dein ganzes Leben rumlaufen. Peinlich. YOLO! Oh Gott sei Dank, dass es die Pille gibt. Sonst würde ich jetzt echt nicht wissen, dass Samstag ist. Schlau gewesen, da auch die Wochentage drauf zu drucken. Marie? Es ist Sonntag. Oh shit, dann habe ich die gestern echt vergessen. Meinst du, das ist sehr schlimm, wenn man gestern ungefähr 20 Mal Sex hatte? Wir müssen mal über mein Geburtstagsgeschenk reden. Was ist damit? Naja, ich weiß ja, was du verdienst. Und ich finde, dafür war das echt billig. Ich bin echt nicht gierig, aber das war irgendwie echt wenig. Bist doch selber schuld. Ach komm, aber das musste doch echt nicht sein. Klar habe ich das gesagt, aber komm schon. Ich dachte immer, da kommt noch ein richtiges Geschenk. Aber bis jetzt kam irgendwie nichts. Ja, dir war's egal. Hab dich 1000-mal gefragt, was du dir wünschst. Nenne es eine erzieherische Maßnahme. Nächstes Mal weißt du Bescheid. Du bist so ein Arsch. Geh noch schnell was einkaufen. Brauchst du was? Ja, dich. Hier. Ach, du willst doch nur meinen Körper. Und mit Essen in der Tasche bin ich noch sexier. Verdammt richtig.
Weißt du, warum du auf keiner Briefmarke bist? Nein, wieso? Na, weil dich niemand lecken will. Und weißt du, warum du keine Freunde hast? Hä? Weil dich keiner riechen will. Baby, das Essen, was du mir rausgestellt hast, war einfach nur widerlich. Ich musste schon bei einem Löffel fast kotzen. Sorry, aber normalerweise kochst du viel besser. Was war denn heute los? Könnte an der neuen Zutat liegen, die ich mal ausprobiert habe. Sag mal, spinnst du? Wieso hast du das gemacht? Vor genau einem Jahr hast du mich etwas gefragt. Und ich war danach echt angepisst. Du verstehst echt keinen Spaß, oder? Und außerdem ist das doch schon ewig her. Sorry, Rache muss halt einfach sein. Du, Baby, was ich dich schon immer fragen wollte. Hat es eigentlich sehr weh getan, als du vom Himmel gefallen bist? Oh. Dein Gesicht sieht nämlich so aus, als hätte es sich immer noch nicht davon erholt. Richtig lustiger Spruch, ich hab auch einen. Hau raus, Baby. Du bist Single. Nicht ich liebe die Musik liebt mich. Ach komm, Schatz, du weißt noch nicht mal, wie die einzelnen Noten heißen, oder? Was soll das denn jetzt schon wieder? Hat doch damit gar nichts zu tun und natürlich weiß ich, wie die heißen. Wie, das hat damit nichts zu tun? Okay, bevor du mich wieder sauer machst, 1 ist sehr gut, 2 ist gut, 3 befriedigend, 4 ausreichend, 5 mangelhaft und 6 ungenügend. Zufrieden? Willst du mit mir zusammen sein? Hä? Als ob du mich das einfach so auf WhatsApp fragst. Außerdem kennen wir uns kaum. Hä, ist doch egal, wie ich das frage. Nee, für mich halt nicht. Also, willst du mit mir zusammen sein? WTF, nein. Ach, geh doch scheißen, ey. Du hast doch mit jedem aus der Klasse schon mal was gehabt. Also, was ist an mir jetzt so falsch? Aha. Also, gehst du jetzt mit mir? Nein, Mann. Verpiss dich jetzt. Und du wunderst dich, dass ich dich auf WhatsApp frage, wenn du so reagierst. Ey, bin letztens aus Netflix rausgeflogen wegen Mehrfachnutzung. Okay, und was hab ich damit zu tun? Heißt für mich dann, aus allen Geräten ausloggen und Passwort ändern. 2 Stunden später habe ich eine WhatsApp von 11 Leuten bekommen, ob was mit Netflix nicht stimmt. Auch von dir. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Einfach geil. Heute kann ich allen die Wahrheit ins Gesicht klatschen und dann April, April schreiben. Mach das. Du bist fett. Fick dich. Wo bleibst du, Digga? Ich warte hier die ganze Zeit am Bahnhof auf dich. Ach Mann, ey, der Zug bleibt gerade vor dem Bahnhof stehen und dann kommt einfach die Durchsage. Da wir anscheinend völlig unerwartet in Köln ankommen, bleiben wir hier jetzt stehen, bis die Gleise wieder frei sind. Oh, dieser Moment, wenn selbst der Bahnmitarbeiter von der Bahn angepisst ist. Schatz, warum meldest du dich eigentlich nie? Findest voll doof, dass ich immer schreibe, aber du nie. Naja, Baby, kennst du diese Leute, die sich nur melden, wenn sie was wollen oder brauchen? Ja, klar. Na, so einer bin ich halt, Schnecke. Du bist vor allem eins. Hä? Ein Vollidiot. Der Hund leckt sich seit über 20 Minuten die Pfote. Man sieht aber keine Verletzung und humpeln tut er auch nicht. Hast du ihm schon gesagt, er soll das lassen? Ja, natürlich. Hat mich für einen Augenblick doof angeguckt und dann einfach weitergemacht. Er wird den Kindern immer ähnlicher. Hey, heute Abend mit Vorglühen oder ohne? Auto, mit Reifen oder ohne? Wie ist die Party so? Soll ich noch vorbeikommen? Wer ist denn alles so da? Besser nicht. Wer da war, kann ich dir sagen, wenn ich den Polizeibericht gelesen habe. Oh. Weißt du, Vicky, wenn du ein S wärst, wärst du ein SZ. Danke. Na, was machst du heute so? Tiefkühlpizza. Und ich glaube, ich habe eine Socke von dir mitgenommen. Verdammt, nein! Was ist denn jetzt los? Damit bist du jetzt eine freie Hauselfe. Du hast einen Knall. I love. I love you. Oh, Schatz, ich dich auch. I love YouTube. Wow. Aber dich liebe ich natürlich auch. Ja, ja, schon klar. Ich glaub's nicht. Gerade hat bei mir so eine komische Frau geklingelt und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, etwas für das Schwimmbad zu spenden. Und? Hast du ihr was gegeben? Klar, hab ihr ein Glas Wasser gegeben. Oh Mann, kannst du frech sein. Du sag mal, darf man wegen Corona eigentlich zu Hause bleiben von der Arbeit? Weil mein Chef sagte nein. Naja, also hast du denn irgendwelche Symptome? Nein. Warum willst du denn dann zu Hause bleiben, Baby? Will mich halt nicht anstecken und hab ja ständig Kundenkontakt im Rewe. Das Risiko ist da halt sehr hoch. Ja, aber dann müsst ihr ja alle frei bekommen und der Laden könnte dicht machen. Ja, nur solange wie das Virus unterwegs ist, Schatz. Das macht doch
doch Sinn. Ja gut, aber wenn alle Unternehmen so handeln, dann kann man ja gar nichts mehr kaufen, Baby. Ja, dann sollen die halt online bestellen. Und wer liefert das dann aus? Ach, du kannst mich mal. Immer musst du alles besser wissen. Hey, bist du noch wach? Ja. Warum bist du noch wach? Denk über was nach. Ich auch. Über was denkst du nach? Über mein Leben. Ich denke über die Fehltritte nach, die ich gemacht habe. Über Entscheidungen, die ich getroffen habe. Über unsere Beziehung. Ich weiß nicht, ob mir unsere Beziehung wirklich gut tut. Manchmal streiten wir wegen total unnötigen Sachen. Das macht mich fertig. Aber ich will dich nicht verlieren. Ich habe Angst, dich zu verlieren. Mir wird gerade alles zu viel. Und über was denkst du nach? Naja, wenn zwei Leute an gegenüberliegenden Seiten der Erde eine Scheibe Brot fallen lassen, ist die Erde dann für einen kurzen Moment ein Sandwich? Und tschüss. Schatz, ich muss dir was beichten. Sag mir nicht, dass es das ist, was ich denke. Ich bin dir fremdgegangen. Du treuloser Bastard! Ah, es tut mir leid. Es tut dir leid? Schieb dir das sonst wohin. Weißt du, wie verletzend das ist? Aber eigentlich war ich auch nie besser. Was soll das denn jetzt heißen? Während wir zusammen waren, bin ich 19 Mal fremdgegangen. Ich wollte es eigentlich lassen, aber ich konnte einfach nicht aufhören. Ehrlich? Ja, hier hast du auch ein Bild. Ich hoffe, du leidest jetzt auch. Das kann doch nicht wahr sein. Tja, doch ist es. Das von mir war nur ein April-Scherz. Ich dachte, du würdest gar nicht mehr drauf reinfallen. Also, bist du mir gar nicht fremdgegangen? Nein. Oh, war von mir natürlich auch nur ein April-Scherz. April-April-Scherz. Kommst du mit dem Haushalt bis jetzt zurecht, Schatz? Ich chill gerade auf dem Sofa und guck TV, aber immerhin läuft die Waschmaschine. Waschmaschine? Ich hab keine. Bringe meine Wäsche immer zu meiner Mama. Hä, was ist das denn dann für ein Teil bei dir in der Küche? Das ist der Geschirrspüler. Bist du behindert? Ach, ist eigentlich ja fast dasselbe. Beide Maschinen machen die Wäsche nass und dadurch sauber. Das war der erste und letzte Tag in meiner Wohnung. Hau lieber ab, bevor ich komme und dich rausschmeiße. Ich hab den Wohnungsschlüssel, Schatz. Wag es nicht, mich auszusperren. Sag mal, haben dir deine Eltern nie was beigebracht? Was ist los? Wie kann man nur zu blöd sein, um seinen Teller richtig zu stapeln? Oh mein Gott, als ob das jetzt so tragisch wäre. Ist es. Und das Schlimmste ist, dass es nicht das Einzige ist. Was für ein Untermensch muss man sein? Also langsam beleidigt mich das echt. Ich kann mit so einem Schwein nicht zusammenleben. Boah, beruhig dich mal. Ab sofort werde ich ordentlicher. Lieb dich. Wer es glaubt, ich schließe einfach die Küche ab. Dann kannst du da nichts verunstalten. Er zieh ich aus, du Hexe. Hey, wie geht's dir so? Warum schreibst du mir noch so spät? Einfach so, wieso nicht? Weil ich schlafen will. Tust du aber nicht. Werd ich aber gleich. Tu nicht so. Wie findest du meine Schlafklamotten? Oh, Hammer. Du solltest Model werden. Oh, danke. Nur die Wahrheit. Ich habe aber echt schon mal überlegt, bei Germany's Next Topmodel mitzumachen. Naja, ich dachte da eher an so eine Modelagentur in London. Klingt interessant. Welche meinst du? Na, die Ugly Model Agency. Kennst du? Blöder Arsch. Du bekommst nie wieder ein Bild von mir. Na, das hoffe ich doch. Gute Nacht. Alles Gute zum Geburtstag, Max. Vielen Dank. Ich habe auch ein kleines Geschenk für dich. Zeig mal her. Hab sogar noch ein zweites für dich. Extra, weil du Geburtstag hast. Boah, das ist wirklich ein tolles Geschenk. Und glaub mir, ich werde sicher eine gute Verwendungsmöglichkeit dafür finden. Du hast sogar zwei Verwendungsmöglichkeiten, wenn du willst. Oho, da bin ich aber jetzt mal gespannt. Willst du mir auch verraten, welche? Bin echt gespannt. Klar. Also die erste wäre... Jetzt sag schon. Du könntest sie dir über die Füße ziehen, damit sie nicht mehr so abartig müffeln. Oder noch viel besser, du ziehst sie dir über den Kopf. Das ist nicht nur super Verhütung, sondern auch ein Riesenlacher für mich. Das sind doch echt gute Verwendungsmöglichkeiten, findest du nicht? Hab noch einen schönen Geburtstag. Hey Thomas, wie geht's dir? Wer bist du? Anja, wir haben über Tinder geschrieben. Nee, das kann nicht sein. Ich hab kein Tinder, können aber trotzdem schreiben, wenn du ein Foto von dir schickst. Natürlich. Gefall ich dir? Wow, du siehst echt toll aus. Danke. Da hatte ich ja Glück, dass du die falsche Nummer angeschrieben hast. Jetzt musst du aber auch ein Bild schicken. Hab aber eine neue Frisur wegen einer verlorenen Wette, also nicht wundern.
Oh Gott, du siehst ja grottig aus. Und tschüss. Wow. Hey Schatz, es ist vorbei. Was? Wieso? Na, dann kann ich es dir ja endlich sagen. Dein Bruder hat einen größeren. Hä? Ich meinte eigentlich das Fußballspiel. Oh. Du Schatz, wie werden wir unser Kind später mal nennen? Wir brauchen ja wirklich was Einzigartiges wegen Insta. Was? Wie wegen Insta? Na, da sind doch schon fast alle Namen vergeben und ich will, dass unser Kind da nicht Hans 123456789 heißen muss oder so. What? Danach suche ich doch keinen Namen raus, Baby. Natürlich. Willst du unserem Kind das Leben schwer machen oder was? Ich habe Wochen für meinen Namen gebraucht. Und bin jetzt noch unglücklich damit. Schatz, du heißt auf Instagram sexyladygirl79842. Dafür hast du wirklich Wochen gebraucht? Ach, sei still, du Fratz. Was stimmt denn nicht mit dir? Ich verstehe nicht, warum du mich plötzlich gruselig und verstörend findest, nachdem wir so lange zusammen waren. Was? Du bist einfach nur bescheuert. Ich bin nicht deine Freundin, ich war nicht deine Freundin und werde auch nie deine Freundin sein. Was willst du also von mir, Junge? Und ich soll seltsam sein? Überleg doch mal, was du mir hier schreibst, Schatzi. Ich bin nicht dein Schatz. Hör auf, Mann. Du bist so gruselig, Junge. Hey, Schnegge. Heute schon was vor? Wer zum Teufel bist du? Und woher hast du meine Nummer? Die stand auf einem Tisch bei McDonald's. Ernsthaft? Hab gerade mal unser Schlafzimmerfenster sauber gemacht. Sag mal, wusstest du, dass es zur Hauptstraße zeigt? Ich mache Schluss. Lol, warum denn? Ja, weil du immer wieder Witze über mein Übergewicht machst. Hä? Und da machst du einfach Schluss? Was wird denn dann aus unserem Kind? Kind? Welchem Kind denn? Moment, warte, was? Du bist gar nicht schwanger? Lust auf eine Challenge? Klar. Wetten, ich bringe dich dazu, das Wort rot zu sagen. Schaffst du nicht, aber versuch es halt. Okay, welche Farbe hat der Himmel? Blau. Schon verloren. WTF? Ich dachte, es ging um das Wort rot, oder nicht? Ja, jetzt hast du verloren. Oh je. Alter, ich gehe mich morgen im Verein untervögelter Menschen eintragen lassen. Machst du mit? Eine Minute, 37 Sekunden später. Sorry Schatz, die Nachricht war nicht für dich. Kannst aber mitmachen. Hey, kann es sein, dass du dir gestern Nacht noch ein bisschen was zu essen gemacht hast? Puh, kein Plan, kann sein. Na danke, bist ja ein toller Freund. Mein ganzes scheiß Zimmer ist voll mit geschmierten Broten. Ein paar Sekunden später. Um genau zu sein, 18 Stück. Hast du Lust, Bratäpfel zu machen? Oh ja, lecker, mit Marzipan. Mit Marzipan habe ich noch nie gemacht, aber gerne. Wie hast du denn sonst mal gemacht? Noch mit meiner Oma. Oh, ich will Organe fressen. Hab so Bock drauf. Bah, wie widerlich bist du? Orangen. Ich meine Orangen. Das kam zu spät, mir ist schlecht. Entspann dich. Schatz, ich hab mal eine Frage zu deiner veganen Ernährung. Was denn? Ich wollte Frühstück für uns machen. Kannst du mir sagen, wo ich vegane Eier kaufen kann? Wie soll das denn funktionieren? Die gibt es gar nicht. Hä, man kann den Hühnern doch einfach die Anti-Baby-Pille geben, oder nicht? Und dann? Naja, dann wachsen in den Eiern deine Küken und die sind dann vegan, oder nicht? Hä? Aber selbst wenn das funktionieren würde, wenn das von den Tieren kommt, ist es doch trotzdem nicht vegan. Ihr seid wirklich seltsam. Sagt der, der den Hühnern die Antibabypille geben will. Ich hab mal wieder mega Lust zu verreisen. Wir waren schon seit über einem Jahr nicht mehr weg. Okay, meinetwegen. Wohin möchtest du? Ich will unbedingt mal nach Istanbul. Allgemein will ich mal in die Türkei. Hab schon von so vielen, die da waren, gehört, wie toll es sein soll. Oder Griechenland wäre auch toll. Oder eine Kreuzfahrt würde ich auch gerne mal machen. Klingt alles echt cool. Wie viel Geld haben wir überhaupt? Warte, ich schau mal nach. Ja. Und? Reicht für einen mehrtägigen Ausflug. Wohin? Auf die Couch mit Netflix und Pizza. Ach, sei nicht so pessimistisch. Das wird mega. Nur wir beide, geiles Essen und spannende Filme. Und dann machen wir es uns richtig romantisch mit Kerze und Licht aus. Na gut, du hast mich überzeugt. Aber danach machen wir auch mal richtigen Urlaub, okay? Ja, ja, mal gucken. Ich wette mit dir, ich kann jede Frage schnell beantworten. Wirklich jede? Klar, frag mich doch einfach was. Okay, wann war der Erste Weltkrieg? Kartoffelbrei! Was? Das stimmt doch aber gar nicht. Ich weiß, aber es war schnell, oder? Ich habe ja nie gesagt, dass ich sie richtig beantworte. Wieso kannst du nicht so romantisch sein wie Annas Freund?
Zu Hause wartet eine viel geilere Überraschung auf dich, versprochen. Was denn? Bin am Backen. Liebe geht durch den Magen. Oh, super. Du bist die Frau in unserer Beziehung. Falls du dich fraulicher fühlen willst, kein Ding. Ich hab gebacken und du machst den Abwasch. Dann wirst du auch deiner Frauenrolle gerecht. Das wirst du bereuen. Ach komm, war doch nur Spaß. Außer du willst einen von den Keksen. Dann musst du spülen. Steck dir deinen Scheißkeks sonst wohin. Wenn ich nach Hause komme, ist abgewaschen. Naja, und ein paar Kekse will ich dann doch. Komm endlich nach Hause, Mama hat gekocht. Nein, ich bin auf dem Weg nach Bikini Bottom. Alter, hast du was getrunken oder gekifft? Nein, wieso denkst du das? Egal, wo bist du gerade? Ich hol dich ab. In einer Ananas ganz tief im Meer. Mein Penis war im Guinness-Buch der Weltrekorde. Ach, sag bloß. Na, wie lang? Keine Ahnung, da hat mich die Bibliothekarin schon rausgeschmissen. Och, Junge. Wenn ich sage, dass ich will, dass du romantisch bist, dann meine ich sowas. Ich war doch heute mega romantisch. Hast du noch nicht gesehen? Doch, und meine Eltern auch. Sowas meinte ich damit nicht. Der Wille zählt doch. Jetzt stell dich nicht so an. Dann warn mich wenigstens, bevor meine Eltern kommen. Die fanden das nicht so lustig. Ach, die sollen sich mal nicht so anstellen. Wenn die keine Enkel wollen, sollen die doch froh sein. Falls du das nächste Mal wieder romantisch sein willst, kauf sowas. Blumen sind immer toll. Am besten, wenn meine Eltern da sind. Sonst halten die dich noch für komplett gestört. Danke. Du sag mal, findest du mich eigentlich eher schön oder hässlich? Also ehrlich gesagt beides. Hä? Verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Na, ich finde dich ganz schön hässlich. Oh, du Idiot! Boah, Schatz, hab gerade ein neues Shampoo ausprobiert. Cool Power nennt sich das. Das kühlt so runter. Meine Eier sind gerade wie Manny, das mürrische Mammut aus Ice Age. Groß und haarig. Oh mein Gott, Jan ist einfach so heiß. Am liebsten würde ich einfach mal belanglos mit ihm schlafen. Aber dann denke ich, er will doch eh nicht. Ach, was soll's. Ich hab eh meine Tage. Sorry, Maggie, aber da müssen wir jetzt durch. Ich fahre jetzt zu dir. Hoffe, du bist zu Hause. Beste Grüße, Jan. Look into my eyes, would I lie to you, baby? Ja, würdest du anscheinend. Denn die Kekse verschwinden sicherlich nicht von alleine. Oh Mann, Sex und Tequila ist jetzt genau das, was ich brauche. Also, eins von beiden kann ich dir auf jeden Fall anbieten. Bitte sag mir, dass du keinen Tequila hast. Na toll, ey. Ich habe mir gerade ein mega leckeres Steak gebraten und dann ist mir das gerade einfach vom Teller gerutscht und auf dem Boden gelandet. Ja, kein Ding, ey. Denk an die 3-Sekunden-Regel. Das kannst du auf jeden Fall noch essen. Naja, die 3-Sekunden-Regel gilt aber nicht, wenn man einen 2-Sekunden-Hund hat. Oh. Oh Mann, Schatz, ich hab immer noch voll Nasenbluten wegen dir. Tja, Schatz, wenn du mich kitzelst, bin ich doch nicht verantwortlich dafür, was mit deinem Gesicht passiert. Alter, ich bin einfach der Größte. Mir ist gerade aufgefallen, dass mein Gemächt so groß ist, dass es langsam aber sicher meine Boxershort durchreißt. Na, klasse. Jetzt weiß ich genau, dass ich mich heute den ganzen Abend fragen werde, wer von euch nun lügt. Du oder Mike? Na, wie funktioniert die Mausefalle? Bestens, mein Schatz. Hier liegen schon 3 Mäuse davor, die sich über deine selbstgebastelte Konstruktion totlachen. Sag mal, Schatz, wo bleibst du bitte? Gerade hat ein Auto neben mir angehalten. Die Alte da drinne hupt mich an und fährt nicht weg. Komm endlich! Ich bin diejenige, die dich anhupt, du Vollpfosten. Ey, wie geil! Ich flieg morgen nach Hawaii! Oh, krass, wie cool! Kann ich vielleicht mitkommen? Willst du mich umbringen? Dann stürzt doch das Flugzeug ab! Du Arsch! Hey Baby, sag mal, was ziehst du heute Abend an? Schick oder lässig? Ungeduscht und mit der Schminke von gestern. Du bist die seltsamste Frau, die ich kenne. Meine Eltern bringen mich um, wenn sie das sehen. Fällt das auf? Oh, richtig übel. Mein Bruder bringt dich auch um, wenn er das sieht. Was mache ich denn jetzt? Ja, was glaubst du, was mein Dad macht, wenn er das sieht? Oh Mann. So wie ich ihn kenne, gibt er dir ein High Five und gratuliert dir. Meinst du? Hab aber eine Alternative gefunden. Damit ertappt uns keiner. Für mich ist das hier ganz nice. Und für dich habe ich auch was gefunden. Was denn? Aber nichts Sinnloses. Alles blickdicht. Da kassiere ich lieber Schläge, als sowas zu tragen.
Sag mal, Schatz, betrügst du mich etwa? Gott, müsst ihr mich jetzt alle damit nerven? Jetzt einfach schnell das Video liken, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und dann verpasst du kein Video mehr von uns. Ist das denn jetzt echt so ein Riesending für dich? Und wenn jetzt ein Peniswitz kommt, rede ich nicht mehr mit dir. Och Mensch, ich hatte so einen guten. Meine neue Hose, ich liebe sie. So mega geil. Für sowas gibst du Geld aus? Meine Unterwäsche sieht genauso aus. Findest du das hier auch geil? Partnerlook sozusagen. Alter, ich hab dir gesagt, du sollst den Lumpen endlich wegwerfen. Das ist richtig assi. Ach, das ist plötzlich assi? Ich fühle mich aber wohl damit. Was willst du dagegen machen? Du regst mich so auf. Wirf du deinen Lumpen weg und dann kauf ich mir neue Unterwäsche. Die Hose, die ich trage, ist modern, Junge. Und deine Unterwäsche ist einfach 100 Jahre alt. Und wie läuft das Training? Gut. Das Gerät ins Schlafzimmer zu stellen, war eine super Idee. Ja, finde ich auch. Willst du mir sonst noch was beichten? Nein, warum? Ich habe eine Kamera im Schlafzimmer aufgestellt, du Lügner. Ja, und ich trainiere doch. Du zockst. Ja, aber ich trainiere mein Pokémon. Also habe ich nicht gelogen. Hey, kann ich dich kurz was fragen? Hätte ich bei dir eine Chance? Du hast so viele Chancen, wie gerade Sterne am Himmel zu sehen sind. Oh, das ist echt süß. Moment mal, es ist 15 Uhr, man kann keine Sterne sehen. Mann, ey, du musst mal wieder vorbeikommen. Ach, hat die Dame auf einmal Sehnsucht nach mir? Ja, nein, auch. Ich schaffe die Mission in GTA nicht und brauche deine Hilfe. Hab in unserer WG mal ein bisschen aufgeräumt, nicht wundern. Weißt du, manchmal muss man sich von Sachen verabschieden, die einen schon immer genervt haben. Wo ist meine Musikanlage? Sag mal, warst du das gerade in der U-Bahn? Ja, zufällig schon, warum? Lol, dann hab ich dich doch erkannt, nur du mich nicht. Ich stand in der Straßburger Straße am Bahnsteig. Ah, da hab ich wohl nur Augen für die blöden Kontrolleure gehabt, bin nämlich das erste Mal seit langem wieder schwarz gefahren. Deswegen hast du so komisch geguckt. Ich bin einer von den blöden Kontrolleuren. Boah, Kacke, Alter. Hab ich einen Kater. Ich wünschte, die Pizza würde direkt aus dem Gefrierfach durch den Ofen zu mir ins Bett fliegen. Wingardium Leviosa. Es heißt Wingardium Leviosa. Alter, du bist ja schon wie Hermine. Du Schatz, findest du auch, dass die Burger bei McDonald's in der Werbung immer viel besser aussehen als dann in Realität? Schau mal auf dein Profilbild. Hä? Was hat das damit zu tun? Aber okay, mach ich. Und jetzt in einen Spiegel. Oh, was soll das, Baby? Jetzt siehst du die wahre Mogelpackung. Die bei McDonald's sind Amateure dagegen. Wenn du jetzt hier wärst... Was denn? Dann würden wir uns eine Tiefkühlpizza teilen, Dosenbier trinken, einen Low-Budget-Film gucken und es bis zur Erschöpfung auf dem Klappsofa treiben. Gib mir 15 Minuten. Hey Schatz, holst du mich dann heute Abend von der Party ab? Klaro, kann ich machen, aber den Fahrradhelm musst du dir selbst besorgen. Oh, Führerschein nicht bestanden? Würde ich sonst Fahrrad fahren. Hast du was geschrieben? Hab nur eine leere Nachricht bekommen. Nee, mein Handy liebt dich, aber es ist zu schüchtern, um etwas zu schreiben. Alles klar. Ich liebe dich. Oh Gott, unglaublich. Ich liebe dich auch. Oh, ups, sorry, hab den falschen Chat erwischt. Was denn? Ich ziehe hinaus in die Welt, zu finden, was ich suche. Lol, was suchst du denn? Ein Ladekabel. Oh Gott. Schatz, guck mal aus dem Fenster draußen. Oh mein Gott, bist du da? Ach, guck einfach. Ja, beeile mich. Tu ich. Und jetzt? Wie ist das Wetter draußen? Kann mich nicht entscheiden, was ich anziehen soll. Hey, hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du wunderschön, nett und klug bist? Nein, das hat noch keiner zu mir gesagt. Wieso? Tja, das wundert mich auch nicht. Ich will endlich mal wieder richtig besoffen sein. Aber so richtig. Ich meine, ich will auf 3% kommen oder so. Hättest du da irgendwelche Tipps? Klar, trink doch mal einfach eine Woche nicht. Dann kommst du easy auf die 3% runter. Hey Mia, alles gut bei dir? Hi, klar, und bei dir? Klaro, immer doch. Weißt du eigentlich, wie hübsch du bist? Ach, schleim nicht. Tu ich nicht. Was dann? Ich lüge. Pff. Hey. Was ist? Ach, nichts. Wollte nur ein bisschen mit dir schreiben. Aha. Alles okay? Ja. Du wirkst mies gelaunt. Nee, es ist alles gut. Wirklich?
Ja. Du weißt, du kannst immer offen mit mir über deine Probleme reden. Ja, danke. Ich weiß. Jetzt sei doch mal ehrlich. Was ist denn los? Mann, jetzt halt die Klappe. Nerv mich nicht. Okay, tschüss. Sorry, das war jetzt nicht so gemeint. Schatz, tut mir leid. Bitte antworte mir. Es tut mir leid. Ach, nerv mich nicht. Oh Mann. Du, Leon, du hast doch nicht wirklich mit dem Rauchen angefangen, oder? Nein, natürlich nicht. Und wieso behaupten deine Freunde das dann? Pff, weiß ich doch nicht, wieso die sowas sagen. Die meinten, sie hätten dich nach der Schule an der Bushaltestelle rauchen sehen. Aha, okay. Also lüg mich jetzt nicht an. Es stimmt, oder? Ja, okay, aber ich rauche nicht richtig. Ach, und was soll das jetzt wieder heißen? Naja, zum einen puff ich nur und zum anderen bin ich nur ein Partyraucher, kein richtiger. Na, großartig. Und was ist der Unterschied zwischen Partyrauchern und normalen Rauchern? Na, Partyraucher rauchen nur auf Partys. Und was war dann nach der Schule und an der Bushaltestelle? Na, die Schule war aus. Das muss ich doch feiern. Es gibt immer einen Grund zu feiern. Man muss ihn nur finden. Du enttäuschst mich wirklich, Leon. Dass ich das geschafft habe, muss ich jetzt erstmal feiern. Du bist so ein Idiot. Hi. Wer bist du? Manu, hab deine Nummer auf Facebook gefunden. Oh, die sollte ich dann besser mal rausnehmen. Bist du Single? Ja. Okay, ich auch. Die Bilder auf deinem Profil sind mega heiß. Danke. Das bist doch wirklich du, oder? Ja. Du bist viel zu schön, um Single zu sein. Und du zu hässlich, um mit mir zu flirten. Gute Nacht. Was hältst du denn davon, wenn wir mal zusammen kochen? Klar, gerne. Okay, super. Soll ich was mitbringen? Töpfe, einen Herd und Lebensmittel. Bin seit 2 Tagen solo. Oh Mann, meine Frauenärztin sagt, dass ich 2 Wochen lang keinen Sex haben darf. Und was hat dein Zahnarzt gesagt? Ich bin begeistert. Einfach krass. Behindert schreibt man anders. Mein Bier ist warm, ey. Na dann kühl es in deinem Herzen. Und ist sonst noch irgendwas Spektakuläres passiert gestern Abend? Hab so einen Kater, kann mich einfach an nichts erinnern. Nö, hast bloß gerufen, alles Blaue wird ausgezogen und mir deinen blauen BH in die Hand gedrückt. Lol, und ich hab mich so gefragt, wo der hin ist. Würdest du mir den bitte geben? Was? Wie was? Hallo? Oh Mann, ey, ich hasse Kinder. Schatz, meinst du nicht, dass du als Erzieherin dann vielleicht doch den falschen Job erwischt hast? Wenn du mir schöne Unterwäsche kaufst, dann darfst du auch sehen, wie ich sie anhabe. Und wenn ich dir nichts kaufe, darf ich das dann auch sehen? Hey Marie, ich bin Pilot. Lass uns zur Wolke 7 fliegen. Was ist jetzt schon wieder los, Schatz? Wir sind doch schon zusammen. Die dummen Anmachsprüche kannst du dir wirklich mal abgewöhnen. Also bist du dabei? Was soll ich einpacken? Brauche ich einen Ausweis? Schatz, ich habe etwas sehr, sehr Schlimmes getan. Oh nein, was denn, Baby? Als ich gestern feiern war, habe ich dich betrogen. Entspannt, ich habe was viel Schlimmeres getan. Was? Ich war zu Hause und habe dir vertraut. Na, aus welchem Bauchnabel würdest du lieber Alkohol trinken? Aus meinem oder Sarahs? Oha, schwerste Entscheidung ever. Aus deinem ist es pure Erotik, aber aus Sarahs wäre ich betrunken. Ach Mann, ey, was soll denn dieser Scheiß jetzt schon wieder? Ich hatte dir doch gesagt, dass ich fahren kann. Naja, du bist nicht gefahren, Schatz. Ich bin gefahren und du saßt auf dem Beifahrersitz und hast mit einem Pappteller gelenkt. Hey Mitbewohner, du liest doch gerne und viel, oder? Ich studiere halt Literatur. Also klar lese ich viel. Warum fragst du? Na dann lies doch bitte mal deine Klamotten im Wohnzimmer auf, du Schmutzfink. Ah, ist ja gut, Mensch. Oh Mann, ich glaube, ich habe mir den Nacken irgendwie total verzerrt. Ist er so steif? Ja, übelst. Aber lass uns erstmal um meinen Nacken kümmern. Was? Was? Kann es sein, Schatz, dass du eben am Hauptbahnhof langgerannt bist? Ist die Person, die du gesehen hast, gegen eine Tür geknallt? Ja. Ja, dann war ich das. Alles gut? Sah echt übel aus, Baby. Ich komm klar. Max ist einfach der Beste. Warum? Was hat er jetzt schon wieder angestellt? Der Prof fragte ihn gestern in der Uni, was er als erstes denkt, wenn er die Gleichung sieht. Und? Was hat er gesagt? Abbruch des Studiums. Guck mal, Schatz, mein neues Tattoo. So geil. Was bedeutet das denn? Puh, ich weiß nicht. Ich kann kein Chinesisch sprechen. Lustig. Ich kann's auch einfach übersetzen lassen, du Idiot. Bist du komplett bescheuert? Ist doch lustig. Ich hab die Wahrheit gesagt. Da hättest du auch gleich sowas machen können.
Müll, meins ist geiler und jetzt Ruhe. Ach, du bist mein Schatz. Oh, wie süß. Wieso das denn? Du gehörst vergraben. Fragt SpongeBob. Was tust du eigentlich normalerweise, wenn ich nicht bei dir bin? Sagt Patrick. Auf dich warten, bis du wieder bei mir bist. Oh, wie niedlich. Bock, bisschen zu schreiben? Nee, sorry. Hab Kopfschmerzen. Zeig mal. Was zeigen? Meine Kopfschmerzen? Ja. Oh, sieht echt furchtbar aus. Lösch meine Nummer. Mann, bist du unsportlich. Das ist echt unfassbar. Hey, ich liebe Sport. Ich liebe ihn sogar so sehr, dass ich ihn auch nur ganz selten mache, weil ich finde, dass Dinge, die man liebt, etwas Besonderes bleiben sollten. Oh, Junge. Sag mal, kannst du nicht mal ein Bild von dir selber als Profilbild reinstellen? Mhm, sag die, die ein Bild von einem Hundearsch als Bild hat. Oh Mann, was wäre ich nur ohne dich? Single? Wo zum Teufel sind bei deinem Auto die Nebelscheinwerfer? Unter den normalen Scheinwerfern vorne. Wie mache ich die an? Links neben dem Warnblinker. Ist das so neblig? Nee, überhaupt nicht. Aber ich will Lichthupe machen, weil der Typ vor mir fährt wie ein Idiot. Was? Leg das Handy weg, ey. Wieso schreibst du beim Fahren? Außerdem macht man das mit dem Fernlicht und nicht mit dem Nebelscheinwerfern. Und wie mache ich das an? Tu bitte der Menschheit einen Gefallen, bring mir das Auto zurück und verbrenne dann einfach deinen Führerschein. Du wirst es noch bereuen, dass du mit mir Schluss gemacht hast, du mieser Idiot. Heul mal nicht rum, du bist halt eine Niete im Bett, Kira. Weißt du, was mein Spitzer und meine Muschi gemeinsam haben? Nö. In den letzten Monaten wurde in beides immer nur wieder ein winzig kleiner Stift reingesteckt. Miese Troller, du, halt's Fratzenmaul. Sorry, Bro, ich muss dir da was sagen, weil ich nicht weiß, ob sie dir das selber sagen würde. Deine Freundin ist schwanger. Was? Kann nicht sein. Ich habe immer ein Kondom benutzt. Ja klar, du schon. Aber? Na, aber ich habe keins benutzt. Was? Ich mach dich fertig, Junge. Hast du eine Idee, was ich heute Abend anziehen soll zu unserem ersten Date? Vielleicht ein Hawaii-Röckchen und Erdnussschalen unter den Brüsten? Erdnussschalen? Was hast du bitte für Brüste? Mein liebstes Hobby ist Kicken. Okay, cool. Oh, und übrigens habe ich auch so einen besonderen Sprachkehler, der auch beim Tippen auftaucht. Ich würde dir gerne etwas sagen. Was denn? Die bestimmten drei Wörter mit viel Hintergrund. Sehr schönes Panorama. Was machst du gerade so, Baby? Trauben essen. Ui, ich will auch. Nee, glaub mir, meine willst du nicht. Ich habe schon 5 komplette harte und saure erwischt. Shit, du hast wohl echt einen miesen Tag. Schatz, wann kommst du denn endlich mal nach Hause? Trink gerade noch für jedes Gegentor ein Bier, dann mache ich mich auf den Weg. Oh je, wie habt ihr gespielt? 0-14. Hast du auch an Gummis gedacht? Ich habe mehr dabei, als wir vögeln können. Challenge accepted. Sag mal, stimmt es wirklich, dass du verhaftet worden bist? Was hast du angestellt? Ich war einkaufen. Das ist doch aber gar nicht strafbar. Naja, ich war nun mal eben einkaufen, als der Laden noch zu war. Alter, was? So, bin schon da. Ich mache im Auto noch ein kleines bisschen die Augen zu. Kann sein, dass ich einschlafe. Wenn, dann leck mich einfach, wenn du da bist. Weg. Kreativer Fehler. Blöde Autokorrektur. Naja, dann weißt du ja, wie du morgen geweckt wirst. Und? Wie lief deine Chemiestunde? Super, ich durfte heute beim Experiment mit Sprengstoff und Feuer assistieren. Cool. Hoffentlich macht meine Klasse das morgen in der Schule auch. In welcher Schule denn? Darf ich denn wenigstens meine Jogginghose anlassen oder ist dir das zu peinlich? Lass sie an. Ohne ist peinlicher. Du, wir kennen uns ja jetzt schon 10 Jahre. Deshalb wollte ich fragen, ob du meine Frau... Oh mein Gott, ja, ich will. ...kennenlernen willst. Oh, shit. Sag mal, magst du eigentlich Wasser? Klar, wieso auch nicht? Na, da magst du 70% von mir. Da wäre ich mir nicht so sicher. Boah, ich könnte sowas von abkotzen. Hey Schatz, was ist denn los? Lass mich, ich will nicht darüber reden. Ja, ich auch nicht, Schatz, aber später bringst du mich ja eh deswegen um. Schatz! Sorry, der musste sein. Soll ich dir über WhatsApp schreiben? Also du kannst auch einfach hinter dem Sofa vorkommen und mit mir reden. Ich liege sozusagen über dir. Wusstest du eigentlich, dass man an den Händen einer Frau ablesen kann, wie ihre Stimmung ist? Ja, das stimmt. Hält sie zum Beispiel eine Waffe in der Hand, ist sie wohl gerade nicht so happy. Du, Mia, ich,
liebe dich. Und check. Wie bitte? Na, ich liebe mich auch. Mir ist so langweilig. Entertain me. Nee, bin am Putzen. Ah, das reicht mir. Hast du Skype an? Hier riecht es nach Los, Süßer. Was ist denn los, Süßer? Nichts. Und bei dir, Süße? Oh, wow. Also flirten kannst du auf jeden Fall nicht. I love you. Oh, ich liebe dich auch. Tube. I love YouTube. Na, können wir dann gleich los? Hattest du schon deinen Schönheitsschlaf? Kann nicht schlafen. Bin wohl einfach schon zu hübsch. Das heißt, ja, Svenja, bist du. Hey, Svenja, bist du noch wach? Nee, eigentlich nicht. Was gibt's denn? Manchmal rasiere ich mir nur ein Bein, damit es sich nachts anfühlt, als würde ein Mann neben mir liegen. Machst du das auch? Geh schlafen. Oh Mann, ey, ich kann nicht schlafen. Mir schwirren so verdammt viele Dinge im Kopf. Das nennt man Denken. Keine Angst davor. Ich will ins Bett. Ja, ich auch. Will auch in dein Bett. Lol. Na, ein bisschen den kleinen Lümmel reinkloppen. Hey Süßer, was machst du so? Ach, nicht viel. Ich verwandle gerade Sauerstoff in Kohlenstoffdioxid. Krass, du musst ja ein richtiges Biogenie sein. Wie machst du das? Ich atme. Au. Kein Akku mehr gehabt. Ach echt? Also das hätte ich nicht gedacht, nachdem du 1% Akku geschrien hast und dann der Anruf beendet wurde. Hey, gestern Abend war wirklich sehr schön mit dir, aber wieso hast du immer wieder meine Hand weggemacht? Magst du es nicht, wenn man sich streichelt? Ein Kitzler ist kein Rubbellos, mein Lieber. So, noch 22 U-Bahn-Stationen, dann bin ich endlich zu Hause. Huch, wo willst du denn hin? Nach Nordkorea? Das fragst du mich jetzt einfach mal so? Der sexuelle Kontakt sollte schon ein magischer Moment sein, oder findest du nicht? Aber Kadabra. Denkst du gerade an dasselbe wie ich? Etwa wie ein Koala in Unterhose aussieht? Was? Was? Hey, gib mir doch mal Bescheid, ob du nochmal Zeit und Lust für einen kurzen Schwanz hast. Fuck, Schwanz, ich meinte Schwanz. Oh Gott, das ist mir noch nie passiert. Sendest du Nudes? Junge, es ist ziemlich respektlos von dir, ein Mädchen einfach so nach Nudes zu fragen. Deine Mutter wäre sicher ziemlich ashamed. So hat sie dich bestimmt nicht erzogen. Wenn du schon nackte Menschen sehen willst, kannst du doch genauso gut Pornos gucken. Ich bin kein Sexautomat, ich bin ein Mensch. Hast du viel Sex? Hey, darf ich dich vielleicht was fragen? Ja, na klar darfst du. Also ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll. Geht es um mich? Ja. Oh mein Gott, dann weiß ich die Antwort schon. Klar will ich mit dir zusammen sein, Tim. Also eigentlich wollte ich dich nur fragen, ob du mir die Hausaufgaben schicken könntest. Schatz, wenn wir einen kleinen, dicken, blonden Jungen bekommen, nennen wir ihn Oscar? Also wenn wir einen blonden Jungen bekommen sollten, kannst du ihn nennen, wie du willst, da er sehr wahrscheinlich nicht meiner Lände entsprungen ist. Ach Mann, ich habe keine Lust mehr zu lernen. Aber ich werde mich da schon durchschlafen. Das passt ja wieder zu dir. Durchschlagen, nicht schlafen. Du Süße. Yep. Sag mal, wie viel Geld nimmst du heute mit zur Karnevalsparty? Ich trage ein schwarzes Batwoman-Lackkostüm und habe Brüste. Also zahlst du hervorragend. In der Tat. Schatz, ist alles okay? Warum ist dein Status Engel ohne Flügel? Na, ist doch klar. Du bist mein Engel, aber ohne Flügel. Warum denn ohne Flügel? Damit du mir nicht davonfliegst. Oh, wie süß. FM? Hm? Freut mich. Sa. S.A.? Ach, scheiß Abkürzungen. Wenn du deine Augen für 5 Sekunden lang schließt, was siehst du? Nichts. Und genau das ist meine Welt ohne dich. Oh, bist du süß. Na, Babe, bin gerade ein bisschen geil. Was machst du gerade Schönes? Ach, ich häng gerade so durch hier. Nach BWL jetzt noch die volle Dröhnung Finanzbuchhaltung. Ich will doch nur schlafen. Ah, okay. Also ich muss schon sagen, Finanzbuchhaltung ist auch so ein Wort, das gegen jegliche Erektion wirkt. Jeden Tag diese blöde Pille schlucken und dann keins Becken haben, ist echt mega frustrierend. Ist das jetzt eine Feststellung oder eine Aufforderung? Hast du dich bei Facebook gelöscht? Nein, dich. Hey, aber du musst schon zugeben, meine Purzelbäume waren gestern 1A. Purzelbäume? Du bist besoffen vom Sofa gefallen, Caro. Ja, ich denke, ich habe einfach nur mal einen Tamponwechsel gebraucht. Bitte was? Ach Gott,
Tapetenwechsel. Ich meinte Tapetenwechsel. Okay, ist klar. Du Schatz, soll ich unsere Pizza lieber in 12 oder 8 Stücke schneiden? Oh, lieber 8 Stücke. Ich glaube, 12 schaffe ich wahrscheinlich nicht. Oh, Schatz, du bist manchmal echt dämlich. Warum nur? Was ist denn los? Ach Mann, ich hatte eben vor einer Stunde einen Streit mit meinem Freund und erst jetzt fallen mir gute Kontersprüche für seine Argumente ein. Ja, das kenne ich nur zu gut, Sis. Mach dir da nichts draus. Oh je, ich habe gerade vergessen, in meine S-Bahn einzusteigen. Komm ein paar Minuten später. Was hast du dieses Mal schon wieder gemacht? Ich stand am Gleis und habe Musik gehört. Ja, ich bin blöd. Schatz, ich kann einfach nicht einschlafen. Ich auch nicht. Du auch nicht? Was ist denn los? Gehst mir auf den Senkel und schreibst dauernd Nachrichten. Weißt du, wie man einen Idioten warten lässt? Nein, wie? Warte, ich zeig's dir. Okay. Und? Hallo? Irgendwie weiß ich nicht, ob ich jetzt schon schlafen gehen oder noch mit dir schreiben soll. Du sollst mit mir schlafen. Hey, was geht so? Alles super. Und bei dir? Auch. Ich habe gerade meiner Mutter gesagt, dass ich meine Traumfrau gefunden habe. Sie hat sich mega gefreut und dich für heute Abend zum Essen eingeladen. Passt dir 19 Uhr? Ja, ich bin da. Denk an deine Badehoden, Schatz. Reichen die normalen nicht? Du, Baby, kommst du heute Abend zu mir? Klar. Ich wollte auch mal was Neues ausprobieren. Oho, was denn? Ich wollte mal einen dieser Vibrationshintergründe aufs Handy laden. Weißt du, wo ich sowas herbekomme? Was? Vibrationshintergrund? Ja, ich habe im ZDF so einen Beitrag gesehen und ein Murat hat da die ganze Zeit über seinen Vibrationshintergrund geredet. Was? Meinst du Migrationshintergrund? Ja, kann sein. Wie mache ich das aufs Handy? Gute Nacktwanderung. Scheiß drauf. Schlaf schön. Und, hast du morgen Nachmittag schon was vor? Nee, nicht wirklich. Wir könnten was zusammen machen, wenn du magst. Sport? Lustig, wie du Sex schreibst. Lol, ich hab mir gerade überlegt, ob ich in Zukunft die Schutzhülle von meinem Handy weglassen soll. Ja, und? Naja, in derselben Minute ist es mir runtergefallen. Das war eine eindeutige Antwort. Hallo. Nächsten Tag. Hey. Was willst du? WTF, du hast mich doch angeschrieben. Ja, aber dann wieder gelöscht, als ich auf Insta gesehen habe, dass du einen Freund hast. Und jetzt geh. Was geht bei dir? Ach, ich habe gleich noch ein romantisches Date mit Mathe. Wird eine lange Nacht. Ein Date? Glaub mir, diese Mathe will dich nur ficken. Nächsten Tag. Ja, Mathe-Klausur habe ich jetzt hinter mir und ich wurde tatsächlich gefickt. Hab's ja gesagt. Ich bin so krank. Oh wei, soll ich vorbeikommen und dich gesund bumsen? Gesund pflegen, gesund pflegen. Naja, also ich wäre für Ersteres. Na gut, ich auch. Bin in 10 Minuten bei dir. Unglaublich, meine Mama ist auf einem übelsten Umwelttrip. Machst du eigentlich auch irgendwas für die Umwelt? Na klar, ich trenne Glas von Alkohol. Ich arbeite jetzt im Rotlicht. Lol, im Puff? Ich repariere Ampeln, du Idiot. Guten Morgen, Schatz. Die Party gestern war wirklich mega schön mit dir. Wir sind nicht mehr zusammen? Weißt du nicht mehr, was letzte Nacht passiert ist? Oh mein Gott, nein! Komm dein Handy abholen. Da rufen ständig Leute an, Schatz. Ach so, das ist jetzt blöd. Na, wie hast du geschlafen? Im Liegen, mit geschlossenen Augen. Ey, unser Hund ist wie du. Weckt mich, weil er kotzen muss. Okay, ich warne dich gleich schon mal vor. Ich sehe scheiße aus. Warum? Na, weil das halt mein Gesicht ist. Philipp? Ja, Sophie? Ich hab Schmetterlinge im Bauch. Ja, moin, du frisst aber auch alles. Lol, war eben mit einem Kumpel im Kino. Wir waren die Einzigen im Saal. Erstmal Handy auf laut gestellt. Geilstes Gefühl. Hey Süße, was machst du so? Erwachsenensachen. Masturbieren? Nee, Steuererklärungen. Ich fänd's super, wenn du schon früher kommen könntest. Ich brauche dich. Ja klar, Schatz. Mach mich direkt auf den Weg. Kannst du Klopapier mitbringen? Hey, was machst du? Ich mach mir total Sorgen um dich. Ich genieße den Boden. Oh Mann. So, zap, zack, Staubsauger funktioniert wieder einwandfrei. Oh echt? Hast du ihn repariert? Nö. Und wie kann der auf einmal auch wieder funktionieren? Stecker in die Steckdose getan.
Jetzt mal ehrlich, Jan, du bist so ein Computerfreak geworden, das ist wirklich kaum noch auszuhalten. Auch schon mal etwas von der realen Welt mitbekommen? Nee, aber wenn du Zeit hast, kannst du mir ja bitte die Serveradresse schicken. Oh, Junge. Hey, Liebling. Wenn du gerade lachst, schick mir dein Lächeln. Wenn du gerade schläfst, dann schick mir deine Träume. Und wenn du gerade weinst, schick mir deine Tränen. Ich sitz gerade auf dem Klo. Was soll ich dir schicken? Hey Schatz, danke fürs Aufräumen. Aber was ist mit meinen Pflanzen passiert? Das waren Pflanzen? Lol, was ist denn mit den Chips passiert? Ich bin den Chips passiert. Ich will Sex. Na dann komm vorbei. Ist das eine Falle? Das war doch viel zu einfach. Okidoki, wann treffen wir uns eigentlich heute? Seit 17 Minuten. Ich glaube, wir haben mal geschrieben. Kein Plan, hab den Chat nicht mehr. Ich auch nicht. Uff, darf ich fragen, in welchem Bundesland du lebst? In Deutschland, du? Na, hast du schon Popcorn geholt? Bin auch gleich am Kino, Schatz. Ja. Was ist so lustig? Da war so ein kleiner Junge und der sagte zur Verkäuferin, Mama, ich will ein Cockporn. Bin fast an deinem Popcorn erstickt. Lass die Finger vom Popcorn. Schatz, können wir heute Fastfood zum Abendessen bestellen? Klar, was möchtest du denn? Oh, keine Ahnung. Hab nicht gedacht, dass ich so weit komme. Du, Philipp? Ja, Vanessa, was ist los? Naja, wie soll ich es sagen? Ich hab Schmetterlinge im Bauch. Ja, moin, du frisst auch alles, was? Warum liegt denn da Stroh? Hä? Ach, meinst du mein Profilbild? Weil das in einem Stall gemacht wurde. Ach so, okay. Juhu, endlich wird es Frühling und das merkt man sogar hier. Lull, du wohnst in Hamburg. Wird der Regen wärmer oder wie kann ich mir das vorstellen? Arbeitest du immer noch bei der Tanke? Problem? Was meinst du? Komm, Stadt. Hä? Wie? Sorry, voll besoffen. Schlägerei? I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. Oh, in solchen Momenten wünschte ich wirklich, ich hätte im Englischunterricht besser aufgepasst. Was ist besser, Silber oder Gold? Findest du nicht, es ist noch viel zu früh für einen Ring? Ja, ich will mir ja schließlich nur ein iPhone kaufen. Schatz! Was? Kannst du zählen? Nein! Warum nicht? Schatz, was soll das denn? Wir sind im selben Raum. Rede mit mir, wenn du was willst, aber hör auf zu schreiben. Wir machen es morgen bei dir, oder? Oder doch bei mir? Man kann zwar unseren Küchentisch ausziehen, aber ich weiß nicht, ob die Ausziehteile das aushalten. Max, lies das bitte nochmal. Danke. Oh, lol. Ich rede natürlich von unserem alljährlichen Spieleabend. Hey du, hast du Lust, nachher noch vorbeizukommen? Hab Spaghetti gekürzt. Nee du, keine Lust auf Erbrochenes. Ah, meine gekocht. Weiß ich doch, ich bin jedenfalls dabei. Na, was hat der Arzt gesagt? 30 Euro bitte, Herr Neuhaus. Nein, ich meine, was du hattest. Na, nur 20 Euro. Junge, ich will wissen, was dir gefehlt hat. Na, 10 Euro. Ich bleib heute zu Hause. Hab versucht, Beyoncé nachzutanzen und mir irgendwas ausgerenkt. Meine Haare sind schon wieder voll lang. Also, ich mag dich auch mit langen Haaren. Ich mich auch. Gut, ich mag dich auch nackt, by the way. Ach, Junge, guter Versuch, aber völlig erfolglos. Du, Baby, meinst du eigentlich echt, ich muss noch die Pille nehmen? Fühle mich damit nicht so wohl und wir sind ja auch schon seit 3 Jahren zusammen jetzt. Na, die Pille ist günstiger als Windeln, also immer schön weiternehmen, Schatz. Ja, und? Warum sollte auch jemand Windeln beim Sex anziehen? Bist du doof oder so? Ich wollte wissen, ob es nicht langsam okay wäre, ein Baby zu bekommen. Na, meine Tonne? Hä? Sonne! Ich wollte Sonne schreiben, Mann! Ich habe uns gerade ein Kind gekauft. Lol, was? Ups, falsches Wort und falscher Smiley. Nochmal. Ich habe uns gerade ein Kindle gekauft. Also, eins ist schon mal klar. Wenn man von der Toilette kommt, heißt entweder... Du warst aber schnell. Oder eben... Du hast aber lang gebraucht. Und nie hat jemand mal gesagt... Das war genau die passende Zeit. Oh, meine Haare riechen nach deiner Bettwäsche. Ja, meine Bettwäsche besteht aus deinen Haaren. Hey Süße, alles klar im BH? Alles klar. Und was machst du gerade? Arbeiten. Und du? Hab grad gegessen. Bist du eigentlich versaut? Nein. Kann ich dir mal ein Bild von meinem Schwanz schicken? Na, was machst du Dienstag nach der Prüfung? Meinen Grabstein aussuchen. Schatz, heute im Büro haben alle gesagt, dass ich so schöne Beine habe. Ach, und von deinem fetten Arsch haben sie nichts gesagt?
Nee, über dich haben wir nicht gesprochen. Du, sag mal, Marie, ist meine Hose zufällig noch bei euch? Nee, du bist gestern schon ohne gekommen. Komm vorbei, hab Schnitzel mit Pommes gemacht. Es ist kurz nach 8. Kannst doch gern Nutella draufschmieren. Gib mir 10 Minuten. Schnell, geh ans Handy, es geht um Leben und Tod. Scheiße, was ist passiert? Ich hab mein Ladegerät bei dir vergessen und ich hab nur noch 5% Akku. Hol mich. Wo bist du? Nicht fragen, finden. Unfassbar, dass einem von 2 Stücken Apfelkuchen so mega schlecht werden kann. Du hast den Kuchen halbiert, Alter. 2 Stücke sind 2 Stücke. Jetzt einfach schnell das Video liken, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und dann verpasst du kein Video mehr von uns.